Vielen Dank, Herr Präsident, sehr geehrte Kollegen Abgeordnete, sehr geehrter Herr Ministerpräsident. Frieden in Europa sichern, deutsche Interessen wahren, das ist der Titel unseres Antrages, der vor 12 Tagen im Sitzungsdienst des Landtages eingegangen ist. Ja, vor 12 Tagen konnte man nach den vielen Gesprächen durch den französischen Präsident Macron oder dem Treffen des Bundeskanzlers Olaf Scholz nicht mit einer Kriegshandlung in der Ukraine rechnen. Der französische Präsident machte nach dem Treffen mit dem russischen Präsidenten Putin und dem ukrainischen Präsidenten Zelensky Hoffnung. Hoffnung, dass erstens die entschlossene und methodische Umsetzung der Minsker Vereinbarung wieder neu aufgenommen werden soll und zweitens ein umfassender und innovativer Dialog gestartet werden soll, der neuen Garantien und einer gemeinsamen Basis. Dieses Statement machte wirklich Hoffnung. Aber nun haben wir heute diese Regierungserklärung des Ministerpräsidenten zur Lage in der Ukraine. Heute haben wir die Gewissheit, dass sich die Russische Föderation in Kampfhandlungen mit der Ukraine befindet. Diese Kriegshandlungen in der Ukraine müssen sofort beendet werden. Wir müssen die uns zur Verfügung stehenden Mittel und Maßnahmen ergreifen, um eine weitere Eskalation in der Ukraine zu verhindern. Die drohende humanitäre Katastrophe und die andauernden Kriegshandlungen müssen verhindert und aufgehalten werden. Hierfür müssen alle politischen und diplomatischen Mittel ausgeschöpft werden. Ich sage es ganz klar, wir als AfD-Fraktion verurteilen den Angriff Russlands auf einen souveränen Staat in Europa. Wir wollen in Frieden und Freiheit mit allen Völkern in Europa leben, meine Damen und Herren. Aber die Frage, die ist doch, was ist in den letzten 12 Tagen passiert? Richtig? Alle Seiten riefen auf, den Konflikt friedlich klären zu wollen. Aber auch die Forderungen Russlands, welche berechtigterweise auf ihre erheblichen Sicherheitsbedenken hinwiesen, selbst die OSZE schon mal feststellte, wurden in keinster Weise eingegangen. Die aktuellen außenpolitischen Situationen in Europa bereitet den Bürgern und Unternehmen zunehmend Sorge. Die Sicherheitslage ist zunehmend angespannt. Seit dem Ende des Kalten Krieges standen sich in Europa nicht mehr so viele Militärblöcke gegenüber. Das gehört so weit dazu. Auf der einen Seite will die NATO die Osterweiterung weiter vorantreiben und die Europäische Union die Ukraine als Beitrittsland gewinnen. Auf der anderen Seite sieht sich die Russische Föderation massiv in ihren Sicherheitsinteressen gefährdet, da eine Aufnahme der Ukraine in die NATO für Russland ein Sicherheitsrisiko darstellt. Ja, Egon Bahr hat das 1999 schon festgestellt. Der war kein AfD-Politiker. Egon Bahr 1999 hat das schon festgestellt. Der NATO-Beitritt 2008 auf Drängen der US-Präsidenten Bush konnte nur durch das Veto von Frankreich und Deutschland damals verhindert werden. Angela Merkel und Sarkozy waren es, die das verhindert haben damals. Das ist nicht eskaliert 2008. Jeder kann sich erinnern, was passiert ist im Georgienkrieg. Ja? Hier muss man die Frage stellen, hat die NATO zu vorschnell auf die Sicherheitsbedenken der Russischen Föderation reagiert? Meine Damen und Herren, meiner Meinung nach schon. Mit Blick Herr auf Rausch, die NATO. Es gibt eine Zwischenfrage? Nö, jetzt nicht, nachher. Okay. Mit Blick auf die NATO-Osterweiterung, die seit 1991 bisher 5-mal fortgesetzt wurde, rückt der Militärblock bis an die Haustür Russlands heran, obwohl man damals wohl zusicherte, man werde die NATO nicht weiter nach Osten ausdehnen. Dieses gebrochene Versprechen ist es, was Russland erzürnt. Nun kann man auf der einen Seite sagen, und das ist ja das, was Sie hier gerade dazwischen gesagt haben, dass es die legitimen Interessen der Beitrittsstaaten ist, die im Zuge der Selbstbestimmung frei entscheiden können und auch sollten, welchem Bündnis sie beitreten oder auch nicht. Das will ich immer ganz klar feststellen, weil da schon mal dazwischen gebrüllt wurde, ohne das mal abzuwarten. Ja? So. Aber zur Betrachtungsweise muss auch die ehrliche Frage erlaubt werden. Wie hätten sich die Amerikaner verhalten, wenn auf einmal ein Militärblock aus Russland und China Stützpunkte in Kuba und Mexiko errichten würden? Haben Sie sich die Frage schon mal gestellt? Der Westen muss sich jedoch die Frage gefallen lassen, inwieweit er zu lange die Sicherheitsbedenken der Russischen Föderation im Zuge der NATO-Osterweiterung nicht ernst genommen hat. Dies rechtfertigt auf keinen Fall den Angriff in der Ukraine, meine Damen und Herren, das will ich auch dazu sagen. Aber man muss die Frage auch mal hinterfragen. Sie machen es sich zu einfach. Für Sie gibt es nur Schwarz und Weiß. So, eine einseitige Schuldzuweisung in der Debatte führt zu nichts. Für mich bleibt festzustellen,
dass die Ukraine nun zum Spielball von zwei Großmächten geworden ist, nämlich, ja, das können Sie so sehen, die Leidtragenden sind in diesem Fall die ukrainische Bevölkerung, aber hätten Sie im Geschichtsunterricht ein bisschen aufgepasst, Herr Striegel, würden Sie die Hintergründe in der Ukraine verstehen. Deswegen hier ein paar Geschichtszeilen. Die Anfänge im 8. Jahrhundert machte die Kiewer Rus. Im 11. Jahrhundert war die Blütezeit. Im 17. Jahrhundert war die Ukraine unterschiedlichen Einflüssen ausgesetzt. Der Ministerpräsident hat es ja selber gesagt, Polen und Litauen hat damals einen starken Einfluss auf den Westen der Ukraine gehabt, so wie das russische Zarenreich einen starken Einfluss auf den Osten der Ukraine. Und deswegen, wenn man weiter sieht, 1922 wurde die ukrainische sozialistische Sowjetrepublik, der UdSSR, eingegliedert. 1945 wurde die Ukraine zum Teil mit Teilen von Polen, Rumänien und Tschechoslowakei erweitert. Das heißt, da ist auch Staatsgebiet transferiert worden. 1954 gliederte Chruschtschow die Krim an die Ukraine an. Und nun war der Verfall 1991 der UdSSR. Und die Ukraine verblieb in dem Grenzgebiet, so wie wir es kennen. 2004 war es nun so, dass zum ersten Mal in der Ukraine ein proeuropäischer Präsident geworden ist. Es sind mehrere Abkommen geschlossen worden, 2009 und so weiter, mit der EU. Und dann gab es 2010 die Wahl des ukrainischen Präsidenten, wo Janukowitsch gewählt wurde, der sich 2013 weigerte, ein Assoziierungsabkommen abzuschließen. Und 2014 endete das in den Maidan-Protesten. Wie die nun geendet sind, wissen wir alle. Der Präsident ist geflüchtet. Es gab zu Neuwahlen und wir haben im Prinzip gehabt, dass die Krim, wo 58% der Menschen Russen sind, von Russland, ja, völkerrechtswidrig annektiert wurde. Das ist so. Das ist festzustellen. Ja, ist so. Das ist annektiert worden. Aber was haben wir denn gelernt? Die Sanktionen des Westens haben doch nichts gebracht. Weil was war die Reaktion auf die Sanktionen? Die Teile Luhansk und Donetsk haben Separatisten die Führerschaft übernommen und es war Krieg in der Ostukraine. Dann gab es die Minsker Vereinbarung, wo ja Russland, Ukraine, Frankreich und Deutschland maßgeblich daran beteiligt waren, dass die Kriegshandlungen erstmal wieder eingestellt worden sind. Es ist sich auf Pufferzonen verständigt worden und damals war auch der Bundespräsident Steinmeier von der SPD maßgeblich daran beteiligt. Das halte ich Ihnen jetzt zugute. Das gehört zur Wahrheit dazu. Und man muss das halt betrachten, wie ist das alles gekommen. Aber was ist in der Zwischenzeit von 2015 bis jetzt passiert? Das Minsker Abkommen wurde nicht eingehalten. Der NATO-Beitritt der Ukraine wurde weiter forciert. Und nun ist es so, durch die Kampflagenunterhandlungen hat der Westen nun zu zahlreichen Sanktionen aufgerufen, welche man durchaus diskutieren kann, das sage ich ohne Zweifel. Dass wir nun durch den Stopp von Nord Stream 2 die Zeche zahlen sollen, finde ich indes nicht richtig, denn das führt zu einer Entfremdung der Völker. Wenn sie sich gegenseitig sanktionieren, wird das immer schwerer, vor allem wenn sie so harte Maßnahmen machen, weiter mit den Völkern zu machen. Was ist denn das? Haben wir doch seit 2014 erlebt. Das Problem ist doch folgendes. Die Sanktionen, das sage ich Ihnen gleich, die 10 Minuten sind halt ein bisschen kurz, die Sanktionen führen nur zur Entfremdung der Völker. Und die einzigen Profiteure dieser Sachen, die einzigen Profiteure dieser Sanktionen waren in der Vergangenheit die US-Amerikaner und die Chinesen. Und darauf läuft es wieder hinaus, dass genau diese zwei Großmächte sich weiter etablieren. So sieht es aus. Ich danke dem Ministerpräsidenten trotzdem, der in seiner Rede völlig zu Recht auf die historische Verbindung zu beiden Völkern hinwies. Ich sage es ganz ehrlich zu Ihnen, weil Sie es gesagt haben, Krieg. Ich bin pazifistisch veranlagt. Ich will gar keinen Krieg führen. Von mir aus ist es so, der Grundsatz von Otto von Bismarck zählt, wenn Völker miteinander Handel treiben, ist es schwieriger, Kriege gegeneinander zu führen. Deswegen müssen wir miteinander gehen und nicht gegeneinander. Jetzt Herr Heuer zu Ihnen. Jedoch ist der vorliegende Antrag wenig diplomatisch wertvoll, da er sich hier in innere Angelegenheiten souveräner Staaten aufbezieht. Ja. Und die Grundlage, das will ich Ihnen auch mal sagen, und die Grundlage für die Sicherung des Friedens in Europa ist nicht gegeben, sondern die ist nur mit der Russischen Föderation in partnerschaftlicher Zusammenhalt möglich. Wer das nicht versteht und darauf eingehen will, der verschließt die Augen vor der Realität. So sieht es leider aus. Vielen Dank.
Herr Büttner, ich wollte Ihnen eigentlich eine Frage stellen, aber im Verlauf Ihrer Rede ist ausreichend klar geworden, dass Sie sozusagen hier als Herr Rausch, dass Sie als außenpolitischer Aktivposten für Herrn Putin hier aktiv waren. Insofern die Frage spare ich mir. Herr Striegel, Sie haben einfach nur wieder gezeigt durch Ihre Äußerung, wessen Geistes Kind Sie sind. Es ist beschämend, was Sie hier von sich geben und die Situation nicht erkennen. Aber wissen Sie, ich sehe Ihnen das nach, weil wenn Sie vom außenpolitischen Gespür sprechen, die Grünen und die Außenministerin Baerbock, die besitzen keines. Sie können ja nicht mal gerade Sätze aussprechen. Vielen herzlichen Dank, Herr Präsident. Herr Kollege Rausch, ich hätte nicht gedacht, dass wir in dieser Legislaturperiode oder überhaupt in dieser Zeit mal wieder uns im Parlament über kriegerische Auseinandersetzungen mitten in Europa unterhalten müssen. Insofern will ich uns alle an die Ernsthaftigkeit der Debatte erinnern. Und ich habe folgende Frage nach Ihrem Redebeitrag. Sie haben sehr intensiv historische Bezüge, Grenzen, Jahrzehnte, Jahrhunderte bemüht, um zu beschreiben, was gerade zwischen Russland und der Ukraine passiert. Ist Ihnen die Charta der Vereinten Nationen bekannt, in der die Grenzen von heute, durch die Sowjetrepublik Tone von auch? Heute, die Grundlage der internationalen Beziehungen von Völker und Staaten ist? Und ich frage ganz direkt in Kenntnis Ihres Redebeitrages, welche Grenzen zu welcher Zeit sind für Sie und für die AfD Grundlage von politischen Entscheidungen bzw. von politischen Ansichten? Ja, vielen Dank, Herr Höfelmann, für diese Frage. Mir ist das sehr wohl bekannt. Ich weiß auch, dass die damalige Sowjetrepublik das mitgezeichnet hat. Für mich sind diese Grenzen auch so gegeben. Aber, jetzt muss ich aber sagen, ich habe ganz klar gesagt, dass ich diese Kriegshandlung nicht gut finde. In meinem Redebeitrag mehrmals dazu habe ich die Stellung genommen, dass das nicht richtig ist, dass man aber die Schuld allein auf Russland stellt, ohne mal zu hinterfragen, die Sicherheitsinteressen, die seit Jahrzehnten bekannt sind. Wie gesagt, Ihr Parteikollege Egon Bahr hat es 1999 schon mal selber dargestellt. Da muss man einfach mal die Konsequenzen sehen. Es ist schlimm, was da passiert, das verurteile ich auch, aber... Ja? Aber was wollen wir denn jetzt hier machen? Ich frage Sie jetzt, wenn man so, ganz einfach, mein Plan wäre das, man würde die Minsker Vereinbarung aufnehmen und man wäre immer einen Schritt auf Russland zugegangen. Die NATO hat Forderungen bekommen von Russland, hat aber keine Gegenforderungen aufgemacht, damit man verhandeln will. Man hat eiskalt gesagt, nein, das akzeptiert man nicht. Man war doch gar nicht verhandlungsbereit. Das ist das Problem. So wie hier immer andere Meinungen gleich immer als undemokratisch oder sonst was, gerade von diesem Block hier. So ist es.